Hallo und herzlich willkommen hier zur weiteren Folge hier unter Marsch. Ja, ich wünsche mal allen schönen Samstag, das ist Version 2.6, einen schönen Samstag und ein schönes Wochenende insgesamt. Ne? Falls morgen hier keine Zeit habt, dann ist es heute schon mal gewünscht. Und wie gesagt, jede Folge schafft man eh nicht. Aber so ein, zwei in der Woche wäre schon perfekt. Ne? Um auf dem Laufenden zu bleiben. Ne? Naja gut, wir machen weiter. Trotzdem für jeden, der reinschaut, dickes Dankeschön. Danke für jeden. Auf Daumen hoch, ne? Der es macht. Und wer nicht macht, ist auch okay. Ist nicht so tragisch. Bei mir ist das im Grunde nur die Hilfe, dass man halt für weitere Zuschauer empfohlen wird. Ja, mehr ist es nicht. Darum geht es letztendlich. Man will ja irgendwie wachsen, ne? Feld 21, dann machen wir mal zwei Vorgewände. 18 Meter, das ist egal. Zurück. Er darf gerne Kalk nachholen. Macht er auch, deswegen holen wir auch nichts. Und wir machen weiter. Das ist wieder letzte Feld mit Kalken. Nachkalken kann man sagen, weil plötzlich war ja überall zu wenig. Leicht zu wenig teilweise. Teilweise ein bisschen mehr als zu wenig, aber leicht zu wenig. Aber jetzt wollen wir mal sehen. Vorbereiten der Ernte, und zwar, jetzt PH wird gut. Das ist gut. Und zwar der erste, zwei Vorbereitungsfelder sind fertig. Nur Traktoren schicken. Das heißt, die muss man dann noch programmieren. Und der macht jetzt Sonnenblumenfeld auf Feld 50. Das macht er nämlich gleich. Holen wir das Schneidwerk und dann fahren wir zum Feld 50. Dann brauchen wir da auch einen Abfahrer, ne? Dann muss das an die hinkommen. Ist ja nur Sonnenblumen. Sonnenblumen, nächstes Jahr der Hopfen. Wäre eine Option, ne? Dann brauchen wir es. Dann machen wir das immer so, dass es zwei Fruchtfolgen gibt. Hopfen und dann Sonnenblumen. Und bei anderen Raps, Getreide. Gut, man könnte zwischendurch auch mal Rüben machen, ne? Weil wir auch Rüben brauchen, ne? Fürs Erste. Ansonsten schauen wir mal, ne? Erstmal fahren wir Richtung Feld Nummer 50. Dann brauchen wir noch einen Abfahrer. Wo ist der überhaupt da? Deutz. Hat er sich irgendwo versteckt? Ah, den finden wir schon. Wie gesagt, noch was zu nass. Ist zwar schon bald Zähne, aber sie haben auch Herbst, ne? Wo letzte Zeit trocken war. Wie gesagt, Sonnenblume ist riskant und wettermäßig und auch Dings da. Vielleicht überlege ich mir im nächsten Jahr auf 9 Tage zu gehen. Weil wir werden auch hier mehr Felder demnächst haben. Ne? Also das wird immer enger. Und bei 9 Tagen kann man eigentlich immer mit 5 durchspielen. Dann muss das locker zu schaffen sein. Auch wenn ich hier alleine bin. Ja, Dings haben wir noch da. Pappeln, aber die sind noch lange nicht so weit. Die wollte ich Dings machen für Papierfabrik. Mal richtig Schwupp machen, richtig voll machen. Und ansonsten müssen wir im Winter noch einiges an Holz machen, ne? Also für Paletten und so, ne? Vor allen Dingen, ne? Da brauchen wir noch einiges. So, dann müssen Baumstumpen gefräst werden, im Winter vor allen Dingen. Pappel kann man auch im Winter ernten, so ist das nicht. Das ist alles gut möglich. Schauen wir mal, ne? Hoffen wir mal, dass die Qualität passt. Ton. Ich denke, das müsste gut sein. Die Hintergrundmusik ist übrigens teilweise neu. Ein paar ältere Titel bei. Ja, sicherlich, aber wie gesagt, überwiegend neu. Und mal schauen. Toneinstellung müsste eigentlich passen. Bild. Ja, die Neuerung ist dabei, dass ich jetzt mit einem Rechner spiele und aufnehme. Ich hätte ja früher mit der Elgato aufgenommen. Aber das packt der neue Rechner locker auch alleine.
ist der Hauptgrund letztendlich Strom einsparen. Ne? Also wenn zwei Rechner laufen für in der Woche für hochgerechnet knappe 9 Stunden, da geht schon einiges an Kilowattstunden drauf. Ne? Und letztes Jahr bin ich ein bisschen teurer geworden im Strom. Um 10 Euro pro Monat mehr. Wenn wir ein bisschen sparen können, ne? Dann machen wir das halt so. Aber ich muss ja nicht an LS sparen und an den Folgen, das wäre ja Blödsinn. Aber eine Steigerung aktuell ist da auch nicht möglich. Also muss ich ehrlich zugeben, mit 21 Folgen in der Woche ist schon ganz schön viel Arbeit. In Anführungszeichen, weil ich ja nicht nur spiele. Also das Spielen an sich ist in Anführungszeichen naja, ein Klacks. Das macht man halt so, ne? Aber wie gesagt, das Bearbeiten mittlerweile, das klappt auch ganz gut. So. V. Ne, ähnlich. Ja. Was O ist, okay. Wo ist der Deutsch? Ich habe den hier in Obst geschickt. Ich muss mal durchhalten, vielleicht finde ich ihn. Das war er nicht. Hier müssen wir ganz kurz wieder außer der Reihe ein paar Silageballen reinbringen. Ne? Also gibt es etliche Arbeiten, die man so nebenbei machen muss. Ne? Damit alles läuft, das ist ja das ganze Problem. Das soll ja laufen, ne? Das soll ja richtig gut funktionieren. Die nächsten Ballen sind ja bald in Arbeit. So was brauche ich ja auch. Also 2 Tage, um entsprechend zu installieren. Ne? Soll auch laufen, die ganze Sache. Der war schon leer. Ja, 100% voll und 0 km/h. Da steht ja irgendwo ein Stau. 100%ig. Mal gucken, ja, wir fahren eh durch. Ups. Das verstehe ich jetzt nicht. Gut. Wobei mit dem Z war ich schneller gewesen als abladen konnte. Deswegen hat er noch ein paar mehr. Ich wollte alle nach vorne und rechts abkippen, abstellen. Ne? Weil das würde nie funktionieren mit. Wenn man das mit einem Radlader aufladen müsste oder so, ne? Oder mit einem Traktor, da würde man Ewigkeiten mehr brauchen. Aber wie gesagt, die BGH ist aber funktioniert so, wie originell eingestellt. Da ist jetzt nichts mit mehr Geld drin. So. Da verdienen wir jetzt nicht extra, sagen wir so. Was haben wir jetzt an Gärresten? Ja, auch schon 1 Million. Das ist gut. Können wir demnächst mal. Ha, unser Kalkfahrer. Oder? Ja, tatsächlich. Da haben wir Glück, dass wir da müssen vom Parken her nicht im Wege stehen. Ja, das ist eng, ne? Mit Breitreifen. So, durchhalten wollte ich. Wo sind? Ich brauche noch einen Fahrer, einen Abfahrer, brauche ich den Deutsch suche ich. Das ist nicht schlecht. Wieso will er jetzt hier rumfahren?
hat er sich aufgesetzt. Aber wie? Brückenbau 100. Ach, ist fertig. Und ich hätte noch was eingeladen, na gut, egal. Ja, die schöne Brücke. Warum fährt der jetzt hier lang? Der Anne fuhr, gab es keine Probleme. Ich könnte auch die Kurse löschen, ne? Also hier Brückenbau, das können wir gleich mal machen. Dann passiert sowas nicht. Den können wir löschen. Dann. Das macht sich besser. Ich wollte sagen, alles gelöscht. nee. Alles brauche ich ja nicht löschen, das ist ja nicht notwendig, aber hauptsächlich die Kurse, die jetzt wirklich weg können, ne? Der Rest kann ja bleiben, Hauptsache. Der Brückenbau, diese Kurse da, das Abbiegen hier, muss ja nicht sein, da fährt er woanders lang, ne? Dann passiert sowas nicht. So. Den nicht, mein Freund. Das sind so eine Sachen. Müsste man eigentlich manuell hinfahren normalerweise. Ah, da war man auch so bequem, ne? So, gut. Den kann man noch löschen. Den auch. Den nicht. Den können wir löschen. Und den kann man verbinden. Mit denen, dann passt das wieder. Falls er doch mal wieder überlegt, sich dahin zu fahren, dann fährt er eh halt nicht über das. Über diesen Punkt lang, ne? Warum ruckelt er gerade so stark? Stimmt, weil wir hier festgefahren sind. Das kann man sich vorstellen. So. Junge, ich dachte, du bist schon im Stau und kannst nicht abladen, weil der andere steht. Naja, denken darf man nicht. Gut, dass er Hafen. Ich wollte durchhalten. Wo fährst du jetzt lang? Okay, fällt ein. Ja, gut. Ich habe dich gesucht, ich habe dich gefunden. Du wirst Sonnenblumen fahren. Das war ans Lager. Fahren wir gleich mal rüber aus Nummer 50. Sonnenblumen. Ist aber noch so feucht. Ich weiß gar nicht, wieso der Kaltfahrer so perfekt einfällt. Also, das hat mir ein bisschen schleierhaft. Muss ich auch nicht verstehen. Ich muss diese Punkte ausmachen. Die sind ein bisschen. Wenn man sie nicht braucht, können sie weg sein, ne? Sonst stören sie. Den schönen Blick von der Landschaft. Entschuldigung.
Junge, Junge. Freitag ist immer so ein Tag. Muss dazu sagen, dass ich eher abends munter werde, als ich nachmittags. Nachmittags habe ich so einen Hänger. Da habe ich so ein Best of Klüger, man legt sich hin und schläft eine Runde. Ein, zwei Stunden vielleicht. Ja, das ist eine klare Erzählung. Und dann ist es gut. Aber ich habe das mal nicht gemacht. Weil es auch sein könnte, dass ich nach dem Schlafen auch noch nicht gut munter werde. Ne? Also, das kann es auch sein. Also, unberechenbar. Ich muss dazu sagen, ich habe auch die ersten Folgen sehr, sehr, sehr getrödelt, in Anführungszeichen. Weil ich den Fluss nicht drin hatte, ne? Also diesen den Rhythmus, kann man sagen. Ne? Jetzt geht's. Jetzt kann ich eigentlich weitermachen, aber nun muss ich dann immer noch anfangen zu bearbeiten. Ne? Also anfangen. Fertig werden muss ich heute nicht. Das ist immer auf Vormittag auch noch Zeit. In der Zeit, wo Kettle Cops hochgeladen wird, dann kann ich den nächsten Folgen halt bearbeiten. So, das nächste Feld ist von der Vorbereitung her fertig. Also alles da. Später nochmal sehen. Einstellen, das machen wir dann spätestens, soweit, wenn es weit ist. So. Hier haben wir Probleme und hier haben wir Probleme. Gut. Zerion, wo ist Zerion? Warum? Das muss ich nicht verstehen, ne? Dass ich auch so festgefahren, er wäre wahrscheinlich noch rübergefahren, vermute ich mal, wenn er rübergekommen wäre, theoretisch. Vorne geht nichts. Mit Schwung vielleicht? Ah ja, gut. Sobald die Hinterreifen ihn befassen, kommt vielleicht was, ne? Gewicht vielleicht. Naja, dadurch, dass er vorne das Gewicht dran hat, wird er nicht so recht. Aber jetzt hat er einen Punkt gekriegt, wo die Räder jetzt Griff bekommen. Ich weiß gar nicht wieso. Er soll doch holen. Ja, das wäre Quatsch. Nächstgelegenen Ausfall. Da. Auch nichts zurück. Er sollte ja Kalk holen, hat er ja gemacht. Von Kalk 2, wieso Kalk 2? Gut, weil er auf Feld 12 gekalkt hat, okay. Die Spuren sind vor ihm da, ne? Man guckt, das ist Kalk, das ist Feld, das ist 19. Mal ganz kurz die Maus deaktivieren. Er wollte zurück zum Feld Nummer 21. Wir sind nicht in der Straße. Und fährt Quellfall ein. Das ist jetzt komisch. Da hat sie wieder gerecht, dass ich nicht voll gemacht habe vorne. Dann weiß ich nicht, wo er aufgehört. Schauen wir mal eine Karte rein. Da kann man auch nichts erkennen. Ach, hier höchstens. pH-Wert.
Das scheint mir da zu sein. Naja, da ist er. Hier ist ein Dürrescharm hier. Muss ich sehen. Das hier muss ich sehen. Es gibt keine Möglichkeit zum Bewässern. Der eine Mod, der für Bewässermann ging, der macht aber die Funktion Düngen, also Flüssigdünger. Ist zwar für Düngen praktisch, aber für zum wir nehmen mal Kalk 1, wenn er überhaupt mal kommt, ne? Dann brauchen wir nicht so weit fahren. Dann ist die Chance, dass sie festfährt, nicht so groß. So. Ist halt so, ne? Gut, bleibt mal so ist. Gut. Die Fanfahrer wollen zum. Oh, wir können beginnen. Wir beginnen mit unserem Rapsfeld. Quatsch. Sonnenblumen. Weil es wie trocken ist. Und jetzt gehen wir auf 1. Weil ich nicht weiß, die Trockenzeit ist immer so unberechenbar, ne? So, ausklappen. Den ersten Meter wollen wir gleich mal selber fahren. Schöne Sonnenblumen. So. Hier machen wir eine Berechnung. Kursgenerierung. Feld 49. Vorgenerierung durch 3. Weich 12 Meter, das passt. Der Kurs. Den Kurs kurz vorm Anschauen, das passt so. Und Outreif nicht benutzen. Nutzen schon, aber wenn ich jetzt mache, dann fährt er den Kurs zurück und will abladen. Das wäre ungünstig. Ne? Deswegen kommt aber der andere. Halt. Hier kommt noch ein Feld Nummer 49. Damit der. Oh, fette Wort. Damit der andere weiß, wo er hinfahren soll, ne? Unser Deutschfahrer, sonst. Macht er Schwierigkeiten. Wir fahren mal aufs Feld. Damit er irgendwo beginnen kann, ne? Sonst. So. Und zwar Modus einer müssen auf Drescher. Dann beladen Hauptlager nicht. Das ist beladen Feld Nummer 49. Abladen. Könnte er gleich hinfahren, ne? Das ist gleich im Grün, ne? Wird das ja gleich erledigt, Raps. Und nimmt ja auch Sonnenblumen an, ne? Dann haben wir halt Diesel. Gut. Nächste. 2. Hier arbeitet noch ein Band. Hier werden wir mit 2 Fahrzeuge fahren, 2 Abfahrer. 2 Abfahrer reicht deswegen, weil der Weg recht kurz ist. Ne? Ich überlege auch direkt zur Brauerei zu fahren. Das wäre auch eine Option, ne? Denn dann brauche ich ja 500.000. Gut. Mach mal auf. Jetzt Krach. Uhrzeit. Oh, Überlänge. So, liebe Schauer, das war schon für heute gewesen. Entschuldigung, dass es lang war. Ich meine, spannend ist ja immer, ne? Wenn die Ernte losgeht.
Aber geht ja morgen weiter. Tschüss, ciao und dickes Dankeschön fürs fleißig Reinschauen. Ja, morgen geht es hier weiter. Hopfen und Sonnenblumen. Tschüss, ciao und ja, vielleicht sehen wir uns mal wieder. Tschüss.